Wir möchten euch herzlich zu unserem Sommervideo hier in der Landsitzliebe begrüßen. Natürlich darf unser lieber Bernd dazu nicht fehlen. Ich grüße dich, lieber Bernd. Ja, hallo, liebe Ani und ihr alle, die jetzt hier zuschaut. Seid da recht herzlich begrüßt hier aus Wolfegg, vom Rand des westlichen Allgäus. Ja, schön, dich wiederzusehen. Es gab ja sicherlich eine Menge zu tun, deswegen haben wir auch eine kleine Auszeit gehabt, wir beide, um ja, Beiträge aufzuzeichnen. Und darum freut es mich jetzt umso mehr, dass du dir die Zeit genommen hast, denn ich denke, es gibt ganz, ganz viel zu tun mit den Bienen jetzt im Moment, nicht wahr? Ja, es war jetzt wirklich reichlich Arbeit im Frühjahr und Sommer über. Selbst mein YouTube-Kanal hat drunter gelitten und der Telegram-Kanal, dass ich da wenig Videos gemacht habe. Es ist einfach die Bienen selbst. Ich habe ja meine Völkerzahl da sehr stark erhöht und ja, die Gartenarbeit, das ist einfach, da hat man nicht immer die Zeit und die Lust, die Kamera mitzunehmen und ja, auch gar keine Zeit hier für unsere Videos hier im Rahmen der Landsitzliebe, die Interviews. Ist einfach, der Tag hat leider nur 24 Stunden und genau, aber jetzt so kurz nach dem meteorologischen Herbstanfang, so langsam ebbt das jetzt ab, so noch anderthalb Wochen ungefähr und dann wird es sowieso ruhiger. Ich denke mal, dann kann man sich auch mal wieder öfter die Zeit nehmen, hier was gemeinsam zu machen. Ja, ich freue mich drauf. Ich finde es immer so klasse, wie du es erzählst und wie du es erklärst. Du machst das wirklich spitze und ich hoffe, dass du den Bienenfreunden damit einen großen Gefallen tust. Vielen lieben Dank an dieser Stelle. Ja, immer gerne und danke auch, dass du das hier machst, das Ganze schneidest, moderierst und ja, es ist wirklich schöne Zusammenarbeit, das Zusammenspiel und ja, ich denke auch, dass wir da den einen oder anderen Impuls liefern können. Das ist ja auch immer meine Absicht, den Menschen hier meine Impulse zu zeigen, was zu erzählen und jo, stellt gerne Fragen über die Kommentare, die lese ich dann auch immer oder schreibt mich direkt an, wie auch immer. Ja, immer im Dienste der Bienen. Ja, wo wir wieder beim Stichwort wären. Und zwar habe ich dieses Jahr sehr, sehr viele Bienen in meinem Garten gehabt, auch Hummeln. Und sie waren alle so lieb zu mir. Sonst hat man das ja schon mal, dass man ja so ein bisschen versucht, das Weite zu suchen. Und ich habe festgestellt, ja, sie waren zu mir sehr, sehr lieb und sehr, sehr rücksichtsvoll. Wenn ich gerade an dieser Stelle eine Bohne pflücken wollte, dann ist sie gnädigerweise weggeflogen. Das fand ich klasse. Also ich musste mich da nicht rumärgern. Ja, und ich wollte mal fragen, wie war denn dein Bienenjahr bisher? Was ist passiert? Ja, das Bienenjahr fängt ja im August eigentlich an von den Bienen, aber das Bienenjahr für den Imker war ein sehr, sehr schönes Jahr. Also wir hatten ja dieses Jahr ein ausgesprochenes Schwarmjahr, was mir viele Schwärme zugespielt hat, von den eigenen Bienen, aber auch von, ja, die einfach mir zugeflogen sind von irgendwelchen anderen Imkern. Und ja, ich habe es geschafft, von 10 Völkern auf 28 hochzukommen. Boah. Ja, ich habe dann aber noch ein bisschen aufgelöst, zwischendurch mal. Die Zuchtvölker, die Minivölker waren dann recht viele, die habe ich dann wieder zusammengeschmissen und reduziert, sodass ich jetzt im Moment 23 Wirtschaftsvölker habe und ja, 4 Mini-Völker, die zur Zucht sind, genau. Ja, das hört sich doch fantastisch an. Ich hoffe, du konntest die alle unterbringen. Ja, ich habe mittlerweile 5 Stände, also den Heimatstand und 4 Außenstände. Morgen kommt noch einer dazu. Wir haben hier einen Demeterhof mit einer Solavi in der Nähe, wo wir auch eine Solavi-Kiste noch zusätzlich kriegen. Und die haben auch einen Platz an einer schönen Wiese zwischen 2 Orten, so richtig in der freien Natur. Und da baue ich morgen meinen 5. Außenstand auf. Und ja, ja, genau. Super, Platz, das kommt dem Hof ja auch zugute. Ja, genau. Also die haben zwar selber auch angefangen mit Bienen, aber ja, die haben einfach
nur aus Liebhaberei zwei Völker und das ist genug in der ganzen Umgebung. Und genau, ich habe da auch jetzt, ich begleite ja einige Menschen jetzt über Telegram oder über Zoom, so beim Einstieg in die Imkerei. Und ich habe eine ganz liebe, nette, tolle Familie kennengelernt, eine junge. Die haben da auch einen Hof mit 5 Hektar Land und machen Selbstversorgung und die haben über eBay Kleinanzeigen ja, jemanden gesucht, der da Bienen hinstellt zum Obstbestäuben und hatten selbst so die Idee, vielleicht kann man ja mal über Schulter schauen und dann auch mal mit Bienen anfangen. Und ja, bei denen habe ich jetzt Bienen stehen und denen habe ich ein Mini-Völkchen geschenkt und da habe ich jetzt eine Begleitung vor Ort auch mal. Ne? Also klar, weil ich viel zu tun habe, ist das nicht immer so geklappt, aber ja, das nimmt jetzt auch schon Form aus, dass ich jetzt auch Live-Menschen begleiten kann. Ja, besser kann es Genau. doch gar nicht gehen. Super, super. Ja, also es ergeben sich immer wieder neue Synchronizitäten und Kooperationen und finde ich sehr inspirierend, wie die das da machen. Also die geben uns auch so viel Inspiration. Wir haben jetzt auch Hühner von denen bekommen und ja, es ist wirklich total guter Austausch und ja, die haben auch einen YouTube-Kanal und man tauscht sich da aus und es ist einfach wunderschön und das war so eines der Highlights in diesem Bienensommer. Ja, ein bisschen Honig gab es auch. Also ich bin da ja nicht so der Honiggeier, der da den letzten Tropfen rausquetscht, aber ein bisschen was gab es auch. Durch den Aufbau, dass ich noch keine ausgebauten Honigraumriemchen hatte, mussten die viel Aufbauarbeit leisten, die Bienen. Dadurch ist die Honigmenge auch nicht so besonders groß geworden. Und ein Großteil, was im Brutraum ist, das lasse ich denen ja. Und ja, Darf ich also. fragen, wie viel du geerntet hast? Ach, das kann ich jetzt so nicht sagen. Also es ist so ein bisschen was für einen Eigenbedarf und eventuell kann ich noch ein paar Gläser abgeben. Ja, das muss ich halt sehen. Das ist da alles jetzt gerührt und gelagert und muss ich jetzt die Tage sehen. Wenn es jetzt weniger draußen bei den Bienen wird, kümmere ich mich da mehr drum. Hm. Aber es ist, ja, die Bäume wachsen hier nicht im Himmel, hier im Allgäu. Wir haben ja das Ding hier. Ein Haufen grüner Wiesen, aber ja, nach der Löwenzahnblüte ist das den Sommer über englischer Rasen, weil fürs Viehfutter wird immer kurz gemäht. Da hast du wenig, was blüht. Ich habe zum Beispiel jetzt bei YouTube eine Familie, die aus Koblenz nach Sibirien ausgewandert ist, gefunden. Die haben auch Bienen und die sind da mal mit der Kamera lang gegangen. Da blüht alles. Was hier englischer Rasen ist, das blüht da, ne, die ganzen Wiesen. Und die haben da im August haben die 500 Kilo von 30 Völkern 500 Kilo Honig geerntet. 2 Wochen später schon wieder 250 Kilo. Und danach ernten sie nichts mehr. Da kriegen die Bienen noch so viel, dass die damit über den Winter kommen. Ne? Die haben da richtig schwarze, kräftige Erde, guten Boden, ernten da viel Gemüse. Und da blüht es einfach nur. Und hier wird alles fürs Viehfutter kurz geschoren. Und ja, also die Bäume wachsen hier nicht in den Himmel. In Norddeutschland, in meiner alten Heimat, da hatte ich da wesentlich mehr Honigertrag auch. Und ja, auch den ganzen Sommer über, da gab es keine Pause, wo es mal nichts gab. Und hier gab es mal so eine Zeit, da haben die von dem gezehrt, was sie vorher eingetragen haben, die Bienen so. Ne? Muss ich ganz klar sagen. Ja, aber das mit Sibirien hört sich ja klasse an. Ja. Irgendwie kriegt man das gar nicht zusammen, dass dort Bienen leben könnten. Ja, die haben schon, das ist schon speziell durch die langen Winter, aber. Ja, in der kurzen Zeit, wo es da richtig heiß ist und trocken und schön, ist es auch richtig. Ja, da explodiert alles, die Natur. Und das haben wir hier ein bisschen, ja, in unserem Klimabereich. Nicht ganz so wie dort. Aber Ja, ja, es. man wird ja schon hier in Deutschland, wird man ja auch schon blöd angeguckt, wenn man mal aufs Rasenmähen verzichtet zugunsten der Bienen. Ja, also Ja, meine ja. Nachbarn haben auch den englischen Rasen, den berühmten. Ja, machen Wettrennen zu jedem Unkraut, wie sie es nennen. Ja, und wenn du wirklich mal alles stehen lässt, ja, da hat doch jeder was von. Ja, in manchen Regionen, in meiner alten Heimat zum Beispiel, da war es in Norddeutschland, da war es jetzt den Sommer so trocken, da gab es nichts zu mähen. Die hatten das Heu am Halm stehen da. Ne? Da war alles ausgedörrt und da sind wir recht noch gut. Wir hatten im Juli mal 2 Wochen wo, oder 3 Wochen, wo es nichts groß gegeben hat, wo es denn hier auch mal trockener war und nichts mehr so richtig gewachsen ist. Ja, da mäht man dann auch kein Gras und ja.
Aber es ist halt, ja, die Hausgärten bringen was und dann wieder das Springkraut jetzt im August, September, was bringt noch, wo sich die Bienen dann wieder auch mit, ein bisschen mit auffüttern können. Also an meinem Waldstand, da brauche ich nichts zufüttern, aber die anderen Bienen muss ich halt noch zufüttern, damit die über den Winter kommen. Also ja, genau, da steigen wir jetzt vielleicht mal ein bisschen ein in das ganze Thema. Genau. Ja, herzlich gerne. Ja, lieber Bernd, was gab es denn oder gibt es jetzt gerade Besonderes zu tun mit den Bienen? Ja, im August geht das Bienenjahr los, also für die Bienen, da bauen die Wintervölker auf. Die Sommerbienen leben ja nur 4 bis 6 Wochen, die arbeiten sich ja zu Tode, wegen Brutpflege und der großen Flugleistung, alles, was die so leisten müssen. Und ab Ende Juli, Anfang August beginnt das Jahr für die, da wintern die sich ein und bauen die Winterbienen auf. Die leben da 6 Monate, vielleicht auch 7 Monate, je nachdem, was sie zu tun haben, wie viele Aufgaben sie noch haben. Dadurch, dass die Völker kleiner werden, nicht mehr so viel Brut ist, nutzen sich die Bienen sozusagen nicht so sehr ab. Ja, und das ist eben halt jetzt die Kunst, die Bienen in den Winter zu bringen, zu schauen, haben die genug Futter. Wenn das nicht der Fall ist, dann füttere ich zu. Du kannst ja mal hier gleich die 2 Bilder einblenden. Ich habe da jetzt ein neues Fütterersystem da, den Nikofütterer. Für den Laien vielleicht nicht so ganz interessant, aber für den Imker muss ich sagen, ich hatte vorher die Adamfütterer, die haben so, sind so Zangen, die man aufsetzt auf die Bienenkästen, wo man dann Honigwasser oder Zuckersirup oder irgendwas zum Futtern, Bienenfüttern einfüllen kann. Diese Adamfütterer haben so einen Mittelaufstieg, bist so abgedeckt mit der Glocke, da können die dann hochklettern, sich das wegholen. Wenn das Futter leer ist, können die da rein und die ausschlecken, die Futterzarge. Und ich steige jetzt um auf diese Nikofütterer, die gibt es jetzt auch für meinen Dadantmaß. Die sind aus Kunststoff, die haben in der Mitte so einen Streifen, wo die Bienen aufsteigen können. Das Futter raus, sieht man auf den Fotos da vielleicht so ein bisschen. Genau. Und ich bin jetzt dabei, die Bienen auf das nötige Wintergewicht zu bringen, damit die da den Winter gut überstehen. Wie stellst du das fest, ob sie das richtige Gewicht haben? Ich schaue ja nicht so oft rein in die Völker, aber so vorm Einwintern muss man ja mal reinschauen, wie die Lage so ist. Da sehe ich ja schon, ob die genug Futterkränze haben. Ansonsten habe ich so eine alte Zugwaage, die ich dann unter den Kasten mache und jede Seite einmal wiege. Ich weiß, was so ein Kasten an Leergewicht hat. Und daran kann ich erkennen, wie viel Futter ungefähr drin ist. Also die Völker brauchen, um da bis der nächste Nektar kommt, durchhalten zu können, sicher durchhalten zu können, sollten die Minimum 20 Kilo Futter drin haben. Besser 24 Kilo, dann sind sie auf der Seite. Das kann man so ungefähr dann durch Wiegen abschätzen. Aha, ich habe mir jetzt gerade vorgestellt, wie du so eine kleine Biene auf eine Waage stellst. Nein. Oh, es ist ja ein bisschen schwieriger, denke ich. Ja, genau. Das ist einfach, da gibt es so Erfahrungswerte und man sollte schon wissen, was seine Geschichten da leer wiegen und man kann dann die Bienenmasse abschätzen und hat dann ungefähr eine Richtung, ja, wie viel da noch rein muss an Futter dann. Mhm. Eine andere Geschichte ist natürlich noch, ich hatte ja so viele Zuchtvölker, so Mini-Kästen gehabt und die habe ich jetzt zum Teil aufgelöst. Da habe ich quasi die Bienen ohne Brut in leere große Kästen umquartiert. Das ist eine ganz schöne Morkelei, hat aber den Vorteil, dass die dann diese neuen Völker, die da entstehen, dass die dann brutfrei sind und man die super gut gegen Varroa behandeln kann. Ja, und die Bruträhmchen, die kann man dann anderen Völkern zum Schlüpfen zuhängen, die man dann auch gleich behandelt, dass man das in den Griff kriegt. Aber man kann super tolle Wirtschaftsvölker aufbauen, Großvölker, indem man die umquartiert. Und ja, ich habe da ein kleines Video zugemacht. Das darfst du jetzt gerne mal einspielen an dieser Stelle. Ja, natürlich, wird gemacht. Und wir wünschen den Zuschauern schon mal daran viel Freude. Okay, nun bin ich dabei, hier
noch einen Kunstschwarm zu machen oder beziehungsweise ein Volk umzusetzen. Ich habe heute auch mal die Schutzkleidung angezogen, weil das haben sie nicht ganz so gerne. Ich kann das Volk ein bisschen schwer einschätzen, wie die sind. Mal sind ja meine Völker alle sehr friedlich, aber ja, hier machen wir mal ein bisschen vorsichtiger. So werden alle hier rausgebürstet. Nächste, mal gucken, ob die Königin drauf ist. Wäre jetzt ganz tragisch, wenn die Königin verloren geht dabei. Und jetzt noch alles, was hier drin ist. Gucken, ob die Königin ist. Nein, keine Königin. Keine Königin. Also werden die alle hier geschüttelt. Ich danke euch, ihr seid sehr lieb, ihr Bienen. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Jede Menge Bienen drin, jede Menge Bienen drin. Wieder rein. Geht mal alle rein. Ja, wie ihr gesehen habt, ein ganz schönes Chaos, was da entsteht. Und es ist auch ein bisschen grob. Man muss halt auch im Sommer oder zum Herbst hin aufpassen, dass man zügig arbeitet an den Bienen. Und deshalb ging es da jetzt ein bisschen gröber zu beim Umquartieren der Bienen, dass es auch schneller geht, damit keine Räuberei entsteht. Weil die Bienen sind da gnadenlos. Die räubern ihre Nachbarn aus, wenn die merken, okay, da ist ein Volk, was sich nicht verteidigen kann, was zu schwach ist oder etwas schwächer ist. Die haben aber Futter drin. Die Bienen sind da sehr pragmatisch. Die sagen sich, warum soll ich einen Kilometer fliegen zum nächsten Feld, wo der Gründünger blüht, wenn hier die Nachbarn ihre Futtervorräte nicht bewachen, dann gehen die mit Mann und Maus drauf. Und ich musste auch schon dreimal dieses Jahr Völker an einen Stand bringen, weil die überfallen wurden. Ne? Also man hat ja so seine starken Vollvölker, die alles verteidigen, den kannst du das Flugloch weit offen lassen, die verteidigen das. Und die Ableger, die nicht ganz so stark sind, aber jetzt auch schon Futtergaben gekriegt haben, die werden dann da schnell zur Beute für die Nachbarvölker. Und das geht dann da übel zu und man verkleinert das Flugloch. Und wenn man das nicht schnell genug verkleinert, wenn da erstmal die eingedrungen sind, dann gibt es nur noch eins, wegbringen vom Stand. Flugloch zu und wegbringen. Hm. Ja gut, praktisch ist es schon. Ich kann die Biene an dem Punkt schon verstehen. Ja, deshalb ist es auch ganz wichtig, wenn jetzt jemand sagt, okay, das Thema Bienen finde ich jetzt super interessant, ich will da auch loslegen und ja, zum einen nicht zu wenig Völker, also nicht mit einem anfangen, weil die Ausfallquote ist gegeben, selbst wenn man sich noch so perfekt um die Bienen kümmert, es kann immer mal sein, dass über den Winter ein Volk ausfällt, besser 2-3 Völker zum Anfang. Und möglichst sehen, dass man für solche Fälle, dass mal Räuberei gibt oder dass man mal Ableger nimmt, die man verstellen muss, am besten immer auch gleich sehen, dass man mindestens einen Außenstand hat, wo man mal Bienen hinbringen kann, wenn es nötig ist. Außerhalb des Flugradius von 2 Kilometer, also mit mindestens 2 Kilometer Abstand. Ja, ja, das wollte ich gerade fragen, wie weit die auseinandergebaut sein müssen. Ja,
Ja, also die Bienen sind ja perfekt in ihrer Navigation, wenn die sich auf einen Platz eingeflogen haben. Wenn ich den Kasten einen halben Meter nach links stelle, die Flugbienen kommen zurück und fliegen dahin, wo der vorher war, ne? Wenn man den Kasten jetzt, zum Beispiel ist Räuberei, man will die wegstellen, man bringt die jetzt 100 Meter beiseite, weil man denkt, dann ist Schluss mit der Räuberei. Ja, dann fliegen da die ganzen Flugbienen rum und Volk verliert die Flugbienen und geht nicht. Also 2 Kilometer ist so das absolute Minimum. Da ist man auf der sicheren Seite, dass die Bienen nicht wieder zurück zum alten Standort fliegen. Was machst du noch mit den Bienen derzeit? Du hast vorhin angesprochen, dass du dich jetzt in den leeren Kästen um die Varroamilbe kümmerst. Ah ja, da sprichst du ein ganz, ganz wichtiges Thema an. Die Varroamilbe, da gibt es ja nun verschiedene Ansätze, mit der umzugehen. Ja, es gibt eine Behandlungspflicht hier in diesem Lande. Man muss da auch Buch drüber führen über die Behandlung. Da gibt es eine Menge Mittel, da gibt es Chemikalien und da gibt es die organischen Säuren. Es gibt auch mechanische Verfahren. Also viele schneiden die Drohnenrahmen, weil die Bienen, also die Varroamilben, gehen bevorzugt an Drohnenbrut, weil die Drohnen dick und fett sind und ordentlich Masse haben und größere Zellen auch, wo die Drohnenmaden drin sind, die Larven. Ja, und die schneiden dann die Drohnenbrut, geben die den Hühnern oder frieren sie ein oder sonst was oder hauen die in Sonnenwachsschmelzer. Also Drohnenbrut schneiden ist eine Möglichkeit. Das kann man das ganze Jahr über machen, wenn man es möchte. Das mache ich nicht, weil ich die Drohnen als ganz wichtigen Bestandteil des Volkes ansehe. Und ich mache es so, dass ich möglichst früh Honigräume runternehme, sofern welche drauf sind. Und dann schon Mitte bis Ende Juli, also quasi sobald die Linde durch ist, die Lindenblüte durch ist, wird dann mit organischen Säuren behandelt. Also ich setze da auf Oxalsäureträufeln. Gibt es auch verschiedene zugelassene Präparate. Bienenwohl, Varomet habe ich dieses Jahr genommen. Letztes Jahr hatte ich Apilife war Thymolstreifen, da auf Thymianbasis reingehängt. War ich nur semi mit zufrieden und habe diesmal mit, also ein Teil der Völker mit Varomet und mit Bienenwohl. Also das Varomet ist über 90, also ich glaube 99% oder 98% Oxalsäure, 1% Ameisensäure und dann noch Kräuterextrakte. Das Bienenwohl ist auch Oxalsäure und verschiedene Kräuter und Substanzen. Also ist alles beides für die Bioimkerei zugelassen. Genau. Und das träufle ich dann halt in die warmen Gassen, mehrmals hintereinander im 6-tägigen Abstand. So eine Blockbehandlung mache ich dann ab Mitte, Ende Juli. Ja, und da fallen ein ganzes Teil Milben und bis zur Winterbehandlung, wo die Völker brutfrei sind, sollte ich dann auch Ruhe haben damit, dass da nichts anbrennt. Und ja, scheinbar, letztes Jahr hatte ich ja 2 Völker verloren durch die Varroa, weil ich erst Anfang August zu behandeln angefangen habe. Und die waren so extrem stark, haben natürlich auch eine hohe Varroa-Vermehrungsrate gehabt. Und da hatte ich dann da Ausfälle gehabt. Und deshalb habe ich dieses Jahr früher angefangen, die Bienen Und einzuführen. woran siehst du das? Siehst du die ganzen toten Milben da liegen? Woran siehst du, dass du Erfolg hast? Genau, ja, das ist eine gute Frage. Ich habe in den Kastenböden habe ich so Schubladen drin, also Einschübe, Bretter oder Kunststoffeinschübe. Und die Völker haben einen Gitterboden und da fallen die Milben dann durch. Und man kann die dann zählen und man hat so ungefähr dann einen Überblick, wie stark der Befall ist und wie wirksam jetzt auch die Behandlung war. Also man legt diese Varroa-Schubladen ein, bevor man behandelt und dann kann man sehen, was normaler Milbenfall ist. Die sterben ja auch oder fallen mal runter. Die krabbeln da teilweise lebendig auf diesen Schubladen rum. Da kann man diese kleinen ovalen Milbchen da krabbeln sehen. Genau. Und wenn man dann sieht, was normaler Milbenfall ist ohne Behandlung und dann behandelt und sieht, was dann auf den Windeln liegt, daran kann man abschätzen, wie stark die Völker befallen sind oder waren, ja, bis zur Behandlung. Und wie lange führst du die Behandlung durch? Also ich habe jetzt viermal hintereinander im Abstand von 6 Tagen habe ich das da reingeträufelt in die Völker und ja, anfangs sind richtig viele Milben gefallen, besonders an meinem Waldstand. Also der war wirklich, den löse ich auch auf, weil den fand ich energetisch nicht so ganz stimmig, den Platz.
Die hatten auch den höchsten Befall, obwohl das nicht die stärksten Völker waren. Normalerweise haben die stärksten Völker immer den stärksten Befall. Sie waren nicht schwach, die Völker, aber ja, zumindest ist da wirklich einiges gefallen. Und hier im Siebenstern, muss ich sagen, am Heimatstand im Siebenstern, hielt sich das relativ in Grenzen mit dem milden Fall vor der Behandlung und auch nach der Behandlung oder beziehungsweise während der Behandlung. Ja, das ist immer wieder interessant. Also gehst du davon aus, dass die Energie in dem Siebenstern die Völker auch vor der Varroa-Milbe schützt? Ich forsche mit dem Siebenstern. Also ich bin überzeugt davon, ich sehe viele positive Effekte durch den Siebenstern. Also ich bin jetzt ja im Forschen, aber ich möchte schon sagen, einige Effekte sind, würde ich schon als zutreffend betiteln. Ich weiß von Siebenstern-Imker-Kollegen und Kolleginnen, dass es mal eine Zeit gab, da hat die Milbe wohl die Schwingung des Siebensterns nicht ausgehalten und konnte gar nicht Fuß fassen. Aber die Milbe hat sich mittlerweile an die hohe Schwingung im Siebenstern gewöhnt und ist da genauso zu finden. Ja, vielleicht nicht ganz so stark. Das zeigt ja auch das Ergebnis bei meinem Vergleich zu den Außenständen. Aber sie ist halt auch im Siebenstern vorhanden. Und auch da darf man dann behandeln, wenn man nicht irgendwann vorm Scherbenhaufen und ja, verkrüppelten, sterbenden Völkern stehen möchte. Ja, ich hatte es schon gesagt, dass ich einen Teil der Völker mit Varomet behandelt habe. Den anderen Teil habe ich hier mit Danisbinwohl. Das ist auf Oxalsäure-Dihydrit-Basis. Und da gibt es hier so einen kleinen Schnüdel. Und dann träufelt man das so in die Wabengassen. Zieht man hier so lang. Das ist so mit Saccharosepulver ein bisschen angereichert. Also es ist auch ein bisschen süß. Die Bienen tragen das von einer Biene zur anderen. Und dann soll das die Milbe eindämmen. Ja, das ist hier Volk Tamara. Das war dieser super bärenstarke Schwarm, so mit 4,5 Kilo. Proppenvoll das Volk. Natürlich wichtig, da auch ein bisschen zu behandeln. Letztens ist mir ein Artikel in die Hände gefallen, dass es jetzt genmanipulierte Varroa-Milben geben soll, die man dann aussetzen kann und die automatisch, ja, die ganze Varroa-Milbe zum Aussterben bringt. Was hältst du davon? Ja, diesen Artikel habe ich auch gelesen. Der ging durchs Netz, auch durch die Bienengruppen. Und ja, die gibt es wohl noch nicht, aber es wird drüber nachgedacht, die eben halt etwas in Umlauf zu bringen, dieser Art. Und ich meine, das hört sich wahrscheinlich vor allem für konventionelle Imker wahrscheinlich ganz toll an. Und viele werden sagen, hurra, ja, aber wenn man das Ganze ein bisschen ganzheitlich betrachtet und auch ökologisch, dann hat keine Art von gentechnisch manipulierten Substanzen was in und an den Bienen zu suchen. Und ich lehne sowas klar ab. Also das Ziel muss sein, eine Biene zu züchten oder entstehen zu lassen durch Zucht am Heimatstand, durch Bildung lokaler Bienenrassen oder ja, lokal genetisch angepasster Bienen, die mit den Milben klarkommen. Die Milbe wird man nicht ganz rauskriegen, aber wenn man jetzt Völker hat, die einen guten Putztrieb haben, die befallene Zellen öffnen, die Milben rausschmeißen oder die sich abknabbern, das wäre so das richtige Ziel. Würde natürlich ziemlich brutal sein, wenn man da jetzt konsequent den Weg geht, wird keiner mitmachen. Die Berufsimker, die leben davon, die werden das nicht mitmachen. Und ich sehe daher, habe ich für mich beschlossen, mit organischen Säuren zu behandeln. Und lieber behandeln, als irgendwie mit Gentechnik darin rumfuschen. Ne? Ja, vielen Dank für deine Ansicht und wie du das ausgeführt hast, lieber Bernd. Und ja, um das Thema jetzt abzuschließen, habe ich eine andere Frage, und zwar die, was denn noch für Arbeiten jetzt überhaupt anstehen, damit der Winter bei den Bienen beginnen kann. Ja, es wird jetzt dann nach der Auffütterung wird es dann ruhiger. Im Prinzip eine ganz wichtige Arbeit, die viele Imker, vor allem mit vielen Bienenvölkern, oft vernachlässigen, ist halt
das beobachten, was passiert. Also ja, was machen die Bienen gerade so, wie verhalten sie sich, was bringen sie noch für Pollen mit, überhaupt zu beobachten, was da jetzt noch an Futter reinkommt von draußen, von der Natur, damit man die Fütterung besser abschätzen kann. Genau, und ganz wichtig, die Fluglöcher verkleinern, ist ganz wichtig, damit eben halt die Räuberei, von der ich schon gesprochen habe, nicht entsteht, damit die sich da verteidigen können, nicht zu große Fluglöcher haben. Genau, bis die Mäuseschutzgitter vorgemacht werden, dauert es noch ein bisschen. Varroa-Behandlung hier und da, wer es noch nicht abgeschlossen hat. Ich habe da auch noch einen Bienenstand, wo ich noch behandeln muss, wo ich auch noch gar nicht gefüttert habe. Neue Stände planen, alles. Und dann geht es auch schon bald in den Innendienst, wenn dann alles abgeschlossen ist bei den Bienen draußen. Also bei mir wird das so. Ja, genau. Eins gibt es noch, das hätte ich jetzt fast vergessen in meinem Redefluss. In den Monaten, die ein R, ein R mit drin haben, ist es ganz einfach, die Königin zu tauschen. Also wenn man jetzt mit irgendeiner Königin nicht zufrieden ist, dass die das Volk nicht stark kriegt. Also ich habe zum Beispiel einen Ableger, der steht da auf drei, vier Brutwaben, da dann seit, ja, seit Anfang Juli. Die kommen nicht vorwärts. Da scheint die Königin nicht ganz so vital zu sein. Die machen nicht so den besten Eindruck. Und ich habe ja noch diese Mini-Zuchtvölker, wo ich aus Schwarmzellen größtenteils Königin gezüchtet habe. Richtig große, vitale, starke Königin. Und da mache ich das dann so, dass ich jetzt im September, geht dann nächste Woche irgendwann an, wenn es noch warm genug ist, solange das Wetter noch passt, dass ich dann quasi die Königin tausche, dass ich aus dem Vollvolk die Königin, die mir nicht gefällt, rausnehme und im Zusatzkäfig mit Zuckerteigverschluss aus meinem Zuchtminivolk die Königin, die vitale Schwarmzellenkönigin, da einsetze und die aus dem Vollvolk, die mir nicht so gefallen hat, die setze ich dann in das Minivolk rein. Die behalte ich noch zur Reserve, die überwintere ich dann in diesen Minivölkern, falls im Frühling. Manchmal gehen ja Königinnen verloren über den Winter aus irgendwelchen Gründen. Sei es, dass doch Mäuse eindringen und ein paar Bienen töten, dass die gestört werden, dass die Wintertraube reißt oder sowas. Kann immer mal vorkommen, dass nach dem Winter keine Königin drin ist. Und dann hätte ich diese Königin halt noch als Reserve. Und da findet jetzt noch bei, ja, eins, zwei Völkern auf jeden Fall, vielleicht auch bei drei Völkern, noch ein Königintausch statt. Und das kann man halt in den Monaten mit R machen. Und wirst du da nicht furchtbar gepiekt? Ja, das ist ein guter Einwand. Also ich habe ja sehr, sehr friedliche Bienen. Das sind ja eigentlich Streichelbienen. Und ich kann da ja im Prinzip in Badehose rangehen und die tun nichts im Normalfall, weil ich auch immer mich an der Astrologie auch orientiere mit den Arbeiten an den Völkern, dass ich das nur an Lichttagen, Lichtblütentagen mache. Also wenn die Bienen da grundsätzlich sanftmütig und nicht wehrhaft sind. Aber selbst wenn ich mal an Skorpiontagen, wo sie grundsätzlich ein bisschen griffiger sind, rangehe, bräuchte ich da keinen Schutz. Manchmal lege ich Schutz an, wenn ich jetzt, ich reagiere ja relativ, also nicht immer, aber oft reagiert mein Körper mit heftigen Schwellungen immer noch auf Bienenstiche, obwohl ich seit 1980 Bienen habe. Passiert das immer noch. Und wenn man noch irgendwelche Termine hat oder sowas, möchte man nicht unbedingt deformiert vor der Kamera sitzen, dann lege ich mal Schutzkleidung an. Aber in der Regel kann ich ohne Schutz arbeiten. Dennoch ist es allgemein so, dass wenn die Räubereigefahr steigt, die Bienen etwas nervöser werden auf Eingriffe von außen und dass die dann doch schon mal eher stechen. Und das ist halt so ein Spätsommer-Herbst-Ding. Genau, da muss man halt ein bisschen sehen, wie man mit umgeht. Ja, dann wünsche ich dir viel Erfolg dafür Ja, vielen und Dank. wenige Pikis. Ja. Ja, das passiert immer mal wieder. Also die meisten Stiche kriege ich im Prinzip, wenn ich aus Versehen eine Biene drücke. Ich habe ganz viele Bienenvölker, selbst wenn ich die mal ein bisschen drücke, stechen die nicht sofort. Aber obwohl es eigentlich ein natürlicher Reflex sein sollte bei den Bienen. Aber ja, das, die meisten Stiche kriege ich in den Fingern, wenn ich da, ich arbeite ja ohne Handschuhe. Und ja. Selbst wenn ich mal Schutzkleidung anlege, die Hände sind immer frei, da habe ich besser Gefühl drin und
Da gibt es dann hin und wieder schon mal einen Stich in die Finger. So meine Rheumaschutzimpfung. Hast du gerade einen Stich? Hast du gerade eine Schwellung an einem Finger? Kannst du das Nein. zeigen? Nein. Alles Originalzustand. Ja. Habe ja jetzt Also. auch eine Woche nichts an den Bienen gemacht. Also morgen ist wieder so mein Tag. Morgen, da wird jetzt nochmal geguckt, ob noch irgendwo nachgefüttert werden muss. An dem einen Stand muss man eine Behandlung machen. Die anderen sind erstmal durch. Genau, und morgen, da werden noch mal ein paar Völker aufgemacht. Und ja, aber heute bin ich da. Kann ich nichts vorweisen. Also wir freuen uns denn schon mal auf das nächste Mal, wenn du uns wieder ein Interview gibst, vielleicht denn ja mit aktuellem Bienenstich an den Ja, Fingern. genau. Ich habe schon Ja. lange keinen mehr gehabt, ja, das muss ich sagen. Also ich, ne, also mein Es Rheuma fällt doch schützt so. lässt nach. Ne? Ich klopfe aufs Holz. Ja. Ja, also vielen Dank für dieses sympathische Interview, Bernd. Und ich Ja. freue mich auf das nächste Mal mit dir. Und ich hoffe, unseren Zuschauern hat es auch sehr gefallen. Und lasst uns das gerne in den Kommentaren wissen. Gebt auch gerne einen Daumen hoch. Und ja, noch schöner ist es, wenn ihr das Video teilt und damit die Bienen aktiv unterstützt. Vielen Dank an dich, Bernd, ja, für dieses liebe Interview. Und vielen Dank fürs Zuhören. Und zusehen. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Ja, auch ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ja, hat mir wieder sehr viel Freude gemacht. Finde den einfach total schön, diesen Rahmen mit den Interviews und ja, freue mich auch auf weitere Interviews. Genau. Bis dann. Ciao. Ja, tschüss, alles Liebe euch.